Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei Don't Starve Together mit ihm hier, dem Yogi. Hello, Krian. Hallo. Ich habe gerade festgestellt, dass sowohl mein Nahrungsstatus als auch mein geistiger Zustand nicht gerade der beste ist. Ja, ich habe dir beim letzten Mal schon gesagt, ich habe ordentlich Essen. Willst du was von mir? Ich habe gerade schon hart was reingefuttert, aber mein Magen ist halt jetzt ultra voll. Ich habe nur noch 39 Leben, das ist eher so der Punkt. Wir sollten tatsächlich, wir brauchen Steine. Hast du Steine? Nein. Gut. Nein, hab ich nicht. Wir brauchen Steine, weil wir brauchen noch einen Stein, um unsere Alchemie-Maschine zu machen. Gold habe ich ja. Und weil es ist Herbst, habe ich gerade gesehen, als ich das Ganze hier gestartet habe. Und das heißt, als nächstes kommt Winter und da brauchen wir einen Thermal Stone, der uns warm hält. Alter, das ist hier vollkommen geistig überfordert, mein Kollege. Wir brauchen Holz. Holz? Ja, ich habe auch. Wir haben Holz in der Truhe, alles gut. Ach stimmt, wir haben eine Truhe, richtig, da war was. So, wird nämlich dunkel. Guck mal, hier drüben, der Vogel, der chillt hart. Vielleicht kannst du ihn töten. Das werde ich jetzt auf jeden Fall mal versuchen. Aha! Ich habe ihn getötet. Du bist ja böse. Ja. Ich habe gerade gedacht, da unten rennt ein großes, blüchiges Tier lang. Dabei war das einfach nur ein Du, der den Baum gefällt hat. Ja, ich bin aber auch quasi ein großes, blüchiges Tier. So. Guck, ich habe ein großes, blüchiges Tier. Ja, ich will ein... Hier guckt so ein Monster rein. Siehst du das eigentlich auch? Wo denn? Okay, du siehst es wahrscheinlich nicht, das ist dann mein Geisteszustand. Ich brauche neue Blümchen auch parallel noch, weil mein ist mir so ein Gabagu. Ah, es gab mit M-Wamap, richtig. M-Wamap. Genau. Ich guck jetzt mal. Okay, Steine waren da unten. Ja, aber da waren auch die fiesen Dingers, oder? Ja, aber wenn man oberhalb langläuft, dürfte eigentlich nichts passieren. Weil also wir brauchen Steine, es gibt keine andere Option. Ohne Steine. Ja, ich komme mit, ich habe ja auch eine Pickaxe. Wir brauchen Steine, also komme ich mit. Okay. So. Wir können hier dann einigermaßen. Nimm den Weg, dann bist du schneller. Und diese Peitschen erwischen dich nicht. Ich weiß noch, als ich früher das mal gespielt habe, da waren diese Peitschen waren so überhaupt nicht schlimm. Also, zumindest in meiner Erinnerung habe ich diese Peitschen immer platt gemacht. Kann ich auch was machen? Nee, das kannst du ja noch. I hope you at last went out in a blaze of glory. So. Du hast dir gerade wehgetan. Ja, kann man hier die Knochen. Gross, okay. Ich bin ja neugierig, ich muss hier erstmal erkunden. Ja, yeah, das ist auch. Ich muss wissen, was ist was. Das sind Karnickel. Das Gras. Brauchen wir Gras? Also, ich habe 14 Gras einstecken. Also, brauchen wir es erstmal nicht. Hast du eigentlich schon eine Rüstung? Nein. Okay, wir sollten uns Holzrüstungen basteln. Ich habe, glaube ich, auch keine mehr. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Von daher kann ich das nicht haben. Okay. So. Mein Essen wird, glaube ich, nicht mehr, wenn ich nicht was esse. Das ist natürlich schade. Das ist ja wie im echten Leben. Wenn ich nichts esse, habe ich weiterhin Hunger. Das Lava? Ja, aber pass auf, da unten ist auch so eine große Dragonfly. Ich habe keine Ahnung, ab welcher Entfernung die aggro wird und dich unter Umständen angreift. So, ich habe jetzt auch ein paar Steine. Ich habe jetzt 25 Steine. Ich mache jetzt hier noch die zwei weg. Hier sind noch 4 Steinblöcke. Die nehme ich noch mit. Nimm die mal mit. Also, weil irgendwo bei dieser Lava ist. Also, diese Echsen scheinen einfach nur wegzurennen und wenn sie sich erschrecken, ein Gras zu droppen. Oh, ich habe keine Ding mehr hier. Brauche eine neue Pickaxe.
Gut, dass ich noch zwei Flints übrig hatte. Das ist aber schön. So. Bauen wir uns dann ein kleines Häuschen oder was? Mit Wänden und so? Ja, Dach kriegen wir nicht, aber so Wände wären auf jeden Fall eine gute Option. Also ein bisschen eingezäunten Bereich. Und ich habe mir sagen lassen, wir sollten einen Blitzableiter bauen, wenn wir Büsche dahingestellt haben und so weiter. Aus dem einfachen Grund, wenn der Blitz einschlägt und unsere ganzen Büsche weg sind, ist das Kacke. Und wenn es halt in den Blitzableiter einschlägt, ist das, ja, ne? Ist in Ordnung sozusagen. Alles klar. Windel der Zast. Ja, ich sag das einfach mal. Und ich werde definitiv, also den morgigen Tag würde ich Blümchen sammeln. Ich weiß halt noch nicht wo. Wahrscheinlich im grünen Bereich, hätte ich gesagt. Ja, aber bei diesen ganzen Birken, wo wir unterwegs sind, habe ich bis jetzt keine Blümchen in der großen Zahl gesehen. Scheiße, ist das dunkel hier. Jetzt wird es auch noch regnerig. Ich habe jetzt unten noch ein Wasserlevel, was hochgeht. Oh ja, Tatsache. Ich hoffe, wir können nicht im Stehen ertrinken oder so. Hast du gesagt, es gibt kein Dach? Ja, nicht, dass ich wüsste. Und mein Bildschirm wird dabei auch noch nass. Können wir uns unter einem Baum unterstellen? Ja, ein bisschen. You are good for something besides burning all the time. Gehen wir wieder Richtung unsere Heimat oder was? Ja, würde ich gleich mal. Also ich würde jetzt hier gucken, dass ich noch ein paar Blümchen mitnehmen tatsächlich. Ach, Blümchen, ja. Ihr denkt aber dran, es ist schon, ist schon 20 vor dunkel. Genau. Ich meine, zur Not kann ich uns ein kleines Feuer machen. Da grabt was. Ja. Sind das böse Grabe? Die sind wahrscheinlich. Hier ist ein Blümchen. Das Aufsammeln allein bringt dir auch schon was, richtig? Genau. Aber sammel dir ruhig auch mal 12, weil dann kannst du dir auch so ein Ding machen, das dein Geisteszustand tagsüber steigt. So eine Blumenkette. Weil es gibt zwar auch einen Zylinder, der hält halt für immer, aber ich glaube, für den brauchen wir halt einiges an Spiderwebs. It's all plenty. Und wir sollten vielleicht dann gucken, dass wir uns ein paar Häschen fangen oder so. Und was tatsächlich auch funny ist, wenn du dich mit Schweinen anfreundest, also wenn du Essen machst, das hatten wir ja schon, dann kommen die ja mit dir mit. So, wir sollten Richtung Heimat. Ja. Und wenn du 40 Bäume mit denen kaputt machst, dann ist dein Geisteszustand einfach voll. So, meinen Gabagoo droppe ich jetzt hier einfach mal. So, schaffen wir es noch bis nach Hause? Nee. Ich habe im Notfall habe ich einen Taschen. Also ich bin jetzt unterwegs nach Hause, weil ich halt näher war als du. Ja, nee, alles gut. Ich bin auch auf dem Weg. Wenn ich es nicht schaffe, mache ich mir ein Feuerchen. Machst du unser Feuer schon an? Ich mach's an, ja. Aha! Muss ja der Strohzone. Da sind jetzt 38 Steine habe ich reingetan. Ich habe jetzt, ich habe auch einen einstecken. Also 40. So, das heißt nämlich, ich werde jetzt eine Science-Maschine, eine Electrical Doodad machen und dann können wir. Brauchen wir Bretter und Steine. Kann der sich mal stacken, wie sich das gehört? So. Tun wir die Steine auch erstmal hier rein. Nehmen das Holz mal raus. Die Feder können wir da rein tun. Brauchst du eigentlich noch weitere Blümchen? Ich habe noch 9. Bin auch blumentechnisch bin ich voll. Okay. Aber danke dir. So, einmal Brett, zweimal Brett. Habe ich denn nicht gerade Bretter rausgenommen? So.
Weil die Nacht ging ja mal ultra schnell im Vergleich zu der eben. Geh mal ein bisschen Richtung Nord. Ah, hier sind auch Blümchen. Wir könnten auch insofern mal erkunden, dass wir haben hier in der Welt haben wir noch keine Bisons gefunden, oder? Glaube nicht. Weil die wären halt geil, oder wir füttern die Schweine mit Gemüse, dann droppen die halt auch. Der Chester ist ja wieder da! Wie geil ist das denn? Ich dachte, der wäre jetzt einfach tot. Aha! Er lebt wieder! Weil dann droppen die auch Kacke, dann können wir uns Bärenbüsche hier hinstellen. Das wäre natürlich auch ganz nice. So, wir brauchen noch ein Electrical Doodad. Und dann können wir tatsächlich... Wie ist denn dein Geisteszustand? 120. Von? Ich denke 120. Also ist voll? Ich denke schon. Vielleicht okay. Maximal ein bisschen was fehlt, also nicht viel. Aber okay. Ich denke, es ist voll. Also sonst hätte ich jetzt die Alchemie-Engine hier hinstellen lassen, weil das gibt, glaube ich, auch nochmal Geisteszustand. So, jetzt können wir nochmal ein paar... Ich bin nicht so verrückt wie du. Mach du mal. ich war auch voll. Ja, schon klar. So, jetzt ist die Frage... Ich glaube, bei Survival war dieser thermale Stone drin. Bauen wir mal kurz das noch. Wollen wir da hier außenrum Mauern bauen, oder was? Ja, hätte ich gesagt. Guck mal hier, ich habe was für dich. Ein Locksuit. Der ist halt auf dem gleichen Slot, wo der Rucksack ist. Das heißt, bevor du kämpfst, Rucksack rein wegschmeißen und den Locksuit anziehen. Oh je, das ist ja kompliziert hier. Morning Light for Nighttime Fight. Was ist das denn Geiles? Geh mal ein bisschen Richtung Norden, ich guck mal ein bisschen rum. Guck du mal ein bisschen rum. Gut, wir brauchen noch keinen Thermal Stone, das heißt, wir werden jetzt auch wieder... hier ist eine Axt. Und hier sind hier ist eine Axt von dir wahrscheinlich, weil hier sind Frösche. Nö, das ist nicht von mir. Joinkers, jetzt habe ich die Axt geklaut. Ja, nice. Kann man mal machen, sagst du. Ein Kätzchen, vergammeltes Katzenfutter... Yeah. I wouldn't burn it. Weil someone lives in there. Oh, da sind Schweinemännchen. Essen geben, gell? Wenn du ihnen Gemüse gibst, dann sind die, finden sie nicht so geil und kacken. Und wenn du ihnen halt, also die Kacke brauchen wir aber. Und wenn du ihnen halt Fleisch gibst, werden sie deine Freunde und kommen mit und kämpfen für dich und machen Dinge. Okay, dann gebe ich ihnen erstmal was zu essen. You love friend. Hier ist mehr. Kacke! Alter, haben die hier oben viele Bärenbücher. Die müssen wir erstmal alle klauen. Scheiß doch. Scheiß doch die Wand an. I'm friend. Ja, hier, ess mehr. Ich will, dass du kackst. Ich glaube, das mit dem Kacken geht nur einmal pro Schweinemensch. Ja, wer hat denn noch nicht gekackt? Ach so. Ja, das geht natürlich gar nicht. Hier, du kommst wieder. Hier, kriegst noch mehr. Hier, kack endlich. Ja, dann halt nicht. You is good. Natürlich bin ich gut. Wenn Vollmond ist, sollten wir nicht in der Nähe dieser Schweine sein. Warum? Das sind dann Wehrschweine. Er verfolgt mich. Und guess what? You follow. You brauch... Nicht schreien. You can follow. I no problem. I no problem. Mach the follow. Ja. Und die Schweine haben halt Angst im Dunkeln. Die machen auch nachts ihr Licht aus daheim. Hallo, Pig King. Leech, what a slob. Wow, wie unhöflich. Also ich glaube tatsächlich, dass wir diese Marble-Dinger, die hier überall rumliegen, die müssen wir, glaube ich, alle zu uns tragen. Ganz viel Gratis-Essen. Oha. Ich grab die jetzt mal nicht aus, ich habe denen schon die ganzen anderen Büsche geklaut. Ein Bubbel. Der klaut die Bären.
ist der Gubbel? Da ist er. Oh, vor die Eis. Können wir ihn hier ist er. Hier war er drin. Komm raus, wir wissen, dass du da drin bist. Der Busch ist umstellt. Karotte, können wir mit... Ich habe noch eine Falle übrigens, gell? Was für eine? Wir können... Hasenfalle. Ja, dann lass die mal aufstellen. Ja, aber du hast jetzt gerade eine Karotte gefunden, das passt ja ganz gut. Ich habe generell noch... Südlich von uns waren Hasenfelder. Okay. Weil... Aber wir können uns noch langsam zurückorientieren, weil es wird langsam dunkel. Also, der hat mir jetzt ein Ding ausgepupt. Ja, weil wir brauchen auch Hasen. Hallo, König. Möchtest du eine Karotte? Nein, danke. Okay. Ich glaube, dem König kann man mit Gold füttern. Oder der droppt Gold, wenn man ihm Fleisch gibt. Ich bin mir nicht so sicher. Hier, guck mal, du kriegst eine Karotte. Du machst doch bestimmt keine Karotten. Korrekt. Weil wir brauchen von den Karnickels, brauchen wir auch ein bisschen Fell. Da können wir uns Ohrenwärmer bauen. Für die Winter. Genau. So, wo wollen wir denn unsere Bücher aufstellen? Müssen wir die auch dann schützen mit einer Wand, damit... Ich weiß es tatsächlich nicht, ob die angegriffen werden oder nicht. Was? Nein. Nimm sie wieder auf. Also die sollten wir auf jeden Fall mit einem Blitzableiter schützen. Sonst fackeln die uns relativ schnell alle ab, wahrscheinlich. Ich habe auch Schweinehaut. Nice. Da können wir auch irgendwas draus machen. Es gibt auch einen noch größeren Rucksack, aber da bist du langsamer mit, glaube ich. Und tatsächlich, solange einer von uns 40 Leben hat, wenn der andere stirbt, können wir den anderen auch wiederbeleben. Wir haben nämlich jetzt die Möglichkeit, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es ist, aber irgendwo, das Telltale Herz zu machen. Das kostet nur 3 Gras, ein Spinnenei und minus 40 Leben halt. Oh, da ist wieder ein Birdie. Das ist sowieso wieder hell. So, sollen wir dann mal anfangen, hier erst so Mäuerchen zu ziehen? Ja, können wir machen. Also ich würde tatsächlich, ich pflanze jetzt einfach mal hier die Bäume, die Büsche ein. Ja, ich habe mal hier 2 Bäumchen hingepflanzt, einfach damit es schöner wird. Ja, weil da geht es ja tatsächlich einfach nur so daran, dass die bei uns in der Nähe sind. Die müssen ja nicht direkt bei uns sein, sag ich mal. So, jetzt muss ich aber hier das Holz ausbuddeln. Wahrscheinlich direkt Woodwall, oder? Stonewall würde ich sogar direkt machen. Stonewall? Ja. Friendly Scarecrow. Ich glaube, wenn wir Sachen in so Blender einblenden, dann kann es auch passieren, dass die Vögelchen kommen und der Meinung sind, sie dürfen da einen Teil abhaben. Bist du in der Lage, Stonewall zu machen? Unter Structures? Die musst du erstmal erkunden. Ja, aber die wird mir nicht mal links angezeigt. Ah, da unten, vergiss es. Du musst halt bei der Engine sein, glaube ich. Also, wir brauchen noch ein bisschen mehr Scheiße. Weil ich konnte nur 2 Bäume fertilizen. Wir wollten noch die Falle aufstellen. Ja. Wo war das? War Süden? Nee, im Westen von uns ist ich guck mal gerade Hasenland. Da bräuchte ich Twix für. Habe ich die in dem Schiff? Nimm mir das Karotte. Hier. Danke. Ich gehe jetzt mal mit dem Chester hier oben in die Wüstenregion, weil ich nicht mehr weiß, ob da nicht vielleicht doch hier die Biefe los waren. In der Hoffnung, ein paar Biefe los zu bekommen. Immer 2 Fallen. Mach das mal. Mit den Biefe los können wir dann unsere ganzen Büsche befeuern.
Aber gut, die Folge befeuern wir gar nichts mehr, weil die Folge ist vorbei. Dementsprechend vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Bye bye. Tschüss.